Ich verstehe nur immer nicht, warum das immer nach Neustadt denn weg ist. Das wäre ja quasi, wenn sich quasi das Leck aufstaut. Das macht aber technisch gesehen überhaupt keinen Sinn. Also irgendwie verstehe ich das auch immer nicht. Du, das hast nicht nur Warum? du, das passiert mir auch auf Pandora Box regelmäßig. Dann trifft es aber alle so heftig, dass der Server sogar von selber her merkt, da stimmt was nicht und macht einen Reboot. Lol. Also wahrscheinlich doch eher einen direkten Bug in der Mindtest Engine. Bei mir hat noch niemand darüber geklagt, obwohl ich habe auch meine regelmäßig meine 10 Leute teilweise drin oder mal. Jetzt hatte ich am Samstag 20, 22 voll und da lag man immer noch unter 3 und keiner hat deswegen gemeckert. Na, mir ist noch aufgefallen, wie gesagt, ich habe ja meine Server direkt neben mir, von daher sehe ich ja immer dank dem Monitor direkt, was da abgeht in Echtzeit. Und mir ist aufgefallen, wenn ein Spieler anfängt zu laggen, also jetzt nicht von mir aus, sondern von sich aus, dann sendet mein Test immer mehr Daten an den Spieler, so frei nach dem Motto, er hat schon länger was nicht mitbekommen, also muss ich ihm mehr Updates senden. Und das bremst dann den ganzen Server so sehr aus, dass dann halt auch bei den anderen dann Lags auftreten, weswegen er an die auch versucht, mehr Daten zu senden und sich damit quasi selber killt. Deswegen habe ich bei mir beim Besucher so einen Hinweis, wer einen Ping über 200 hat, bitte nicht spielen, denn das ist der Grund dafür. Ab so 280, 300, glaube ich, passiert das. Muss ich mal gucken, dass ich, ob man sowas in der Config einstellen kann, dass dann Spieler ab einem gewissen Ping automatisch gekickt werden. Ich meine, 100, ja, kann man so als Richtwert benutzen, zur Not, dass man sagt, ab einem Ping von spätestens 500 fliegst du halt einfach raus, ab 200 wird gewarnt und dann ab 500 fliegst du raus. Ich hatte ja deswegen ja diese Weltkarte mit den Servern mal erstellt, aber leider auf dem Service, der dann danach Geld will, damit die Leute vielleicht eher kapiert hätten, dass der Server ja nicht bei ihnen zu Hause steht. Aber für die jungen Leute heute ist Internet einfach direkt nebenan. Aber die wissen gar nicht, was das bedeutet für die Datenpakete. Ja, eben. Das find ich sowieso schade, dass eben die heutige Generation, die heute groß wird, ich meine, ich persönlich, ich bin ja mit den ganzen Sachen noch groß geworden. Ich weiß, wie viele Sachen intern funktionieren. Gerade jetzt so Sachen, wie funktioniert halt ein Prozessor, was ist in einem Smartphone überhaupt drinne, wie arbeitet das alles miteinander, sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig. Aber die Generation, die jetzt quasi groß wird, die wird Smartphones quasi nur noch als Black Box kennenlernen. Die können gar nicht mehr verstehen, was da drin eigentlich alles abgeht. Richtig, das Internet ist einfach vor der Haustür. Strom kommt aus der Steckdose, wozu Atomkraftwerke? Aber deine Generation, weißt du eigentlich noch den groben Aufbau eines Motors und die Kernfunktionen? Eines Motors? Auto. Na, von einem Auto ja. Ja, ich meine, das ist ja auch schon was heutzutage mit den etwas älteren Generationen ist. Die haben überhaupt keine Ahnung mehr, wie ein Auto an sich zusammengesetzt ist. Oder wie war der coole Spruch aus Berlin? Ja, die Milch kommt aus der Kühltruhe. Kühl? Ja, so kann man das durchaus zusammenfassen. Nee, das ist Wahrheit. Ich war ja nach der Wende im Osten drüben als Soldat, um die ehemaligen NVA-Soldaten auszubilden. Und ich habe viele Berliner Leipziger da gehabt und manchmal habe ich echt gesagt, das kann nicht wahr sein. So, du war dann fertig. Kann ich die jetzt platzieren und die Kisten langsam austauschen. Sehr schön. Weil das Schöne an den Dwarven ist, die auf diese Area Protection, heißt also, die sind nicht ungeschützt, so wie die jetzigen Kisten, die sind ja leider komplett, da kann ja jeder drauf zugreifen, auch die nicht in der Area drinne stehen. Und eben bei den Dwarven, da können ja wirklich nur noch wir, die in der Area eingetragen sind, drauf. Sichertechnisch ein bisschen besser. Na, auf jeden Fall. Höhle minus 504 Goldfund. Ja, Gold findet man aber schon relativ weit oben. Das haben wir auch schon bei minus 300 gefunden. Ich meine damit diese Fleckchen, diese Sammelpunkte. Achso. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Pass auf hier, ich bin also just neben dem nächsten tiefen Abfaller noch irgendwo hängen geblieben in der Felskante. Ich schau mal.
Das rumst hier ganz gewaltig, aber ich sitze im inneren Zimmer. Ich habe also zweimal Fensterscheiben und Doppelwände um mich herum. Sollte geräuschlos vonstatten gehen. Wo wohnt ihr denn? Bei mir ist hier klarster Himmel und super Sonnenschein. Ja, das ist Irgendwo in Deutschland, oder? das, was der bei der Wettervorhersage immer sagt. Lokal kann es unterschiedlich sein. Was? Ich dachte, Wetter ist ein globales Phänomen. Oh mein Gott. Ah ja, hier hört die Leiter auf, okay. Gleich sagst du mir auch noch, dass Klimaerwärmung real ist oder was? Tja, ich glaub's ja. Donald Trump hat da letztens was anderes gesagt. Also mal so eben vom Thema weg. Klimawandel ist real. Ich kann es seit 6 Jahren hier richtig mitzählen. Jedes Jahr ändert sich ein Stück weiter. Ja, der die Augen aufmacht, kann es eigentlich sehen. Aber gut, es ist ein Thema für sich, denke ich mal. Aber denke auch, ohne jetzt manche Leute vor den Kopf stoßen zu wollen, ich denke mal, das mit der Klimaerwärmung ist genauso ein Ding wie mit der Flat Earth. Leute, die sich halt einfach dagegen verschließen, so etwas zu verstehen, die werden das wahrscheinlich auch nie verstehen. Das ist halt solche Leute, es gibt es von denen, warum auch immer, tatsächlich immer mehr. Was vielleicht auch daran liegt, an das vorhin angesprochene Phänomen, dass halt gerade jüngere Leute, für die werden die Abläufe in der Welt immer komplexer, weswegen sie immer schwerer zu verstehen werden. Und klar, jemand, der etwas nicht versteht, versucht es sich halt einfach zu erklären. Und der ist natürlich auch anfällig für so, ja, für solche Ansichten, sage ich jetzt mal. Und Ronny hat 50 Abonnenten verloren. Yay! Aber sind es die wirklich wert gewesen? Ich weiß nicht. Aber das musste mal gesagt werden. Hat hier jemand mit Wasser gespielt? Meine Lampen sind alle aus, meine Fackeln. Ich musste irgendwie runterkommen, dann hatte ich tatsächlich ein Sind die bisschen Wasser Fackeln nur aus ausgegossen. oder sind sie tatsächlich weg? Also weggespült oder Die ähnliches? liegen dann eben herum, aber eben aus. Okay, ja, das sieht dann wirklich aus wie Wasser, weil es kann durchaus sein, ich habe mal gehört, Er dass hat bei es den Gitarren. zugegeben, unten Cobblestone ist grün geworden hier. Also Täter entdeckt. Ah. Okay. Naja, ist die einfachste Hat Variante gelöst. runterzukommen, ne? Im Teamwork Ja. möchte ich bitte den Hinweis haben. Ich wunderte mich schon, warum es plötzlich so dunkel ist. Und ich werde weniger im Gefühl. Ich habe rein nach Gefühl Leitern gesetzt. Wir müssen aber noch mal tiefer runter. Dann macht das jetzt gleich. Da kannst du das Wasser setzen unter der Leiter und dann müssen wir noch mal eine Höhle runter. Das ist ein ganz schönes Stück. Oh ja, hier alles. Ah, da kommt man so runter. Miese. Aber auch 522 schon miese, meine Güte. Deine Tiefe oder wie jetzt mit dem 522? Ja. Das ist doch eigentlich sonst erst später. Tja, und keine Fackeln mehr. Das ist natürlich bei einer Höhle sehr gut. Aber hier ist Kohle, ich habe noch Holz. Mal schnell welche machen. Ach du Scheiße, also diese Höhle, die ist doch etwas größer. Ja, wie gesagt, ich bin schon gespannt, wenn wir denn die erste wirklich riesige Höhle finden. Oh, haben wir Weil, wie gefunden. gesagt, ich habe
Nice. Alle Fackeln schon wieder aufgebraucht. Da gibt's immer schön. Dann gibt's immer Ressourcen. Weil eben ab minus 1000, wo die gerade riesigen Höhlen anfangen, davon dann ja auch die Diabfunde und so an. Wobei Meseblöcke kommen, glaube ich, erst weiter unten. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ab welcher Tiefe die kommen. Aber also eben trotzdem ist halt diese Riesenhöhlen auch immer voll gespickt mit haufenweise Erzen. Ja, also Meseblöcke kommen, glaube ich, erst ab minus 1024, oder? Ja, dann meine ich ja, wenn ich mit 1000 Lage meine ich mal 1024, genau. Ist ja Binärpräfix. Nicht dezimal. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen random einfach gewählt. Nee, ich meine, das ist genau 1024 statt 1000. Klar, es ist natürlich eine Zahl, die man in den Quellcode eingibt, von daher kann man da eingeben, was man möchte. Aber ich glaube mal eben, die Entwickler haben sich da halt an den Binärpräfix orientiert, statt an den Dezimalpräfix. Was ich persönlich auch immer mache, ich weiß nicht, irgendwie, es macht halt Spaß, so eine Zahlen sehen halt immer schöner aus, finde ich. Ich bin verstorben auf der Leiter. Na super. Oh. Dabei habe ich extra schon die Geschwindigkeit, in der man bei Nichtstun Essen abnimmt, extra runtergestellt. Weil ich weiß, damals hatte ich, als ich den Server zum ersten Mal eingerichtet hatte, da war ich ein bisschen geizig, weil ich so dachte, ja, ist ein Survival-Server, da ist halt normaler Tag-Nacht-Rhythmus in meinem Test ist ja 20 Minuten. Halt also, wenn man eine Stunde inaktiv ist und ist man tot. Aber da habe ich gemerkt, das ist so für die normalen Spieler halt doch ein bisschen ungewohnt. Deswegen die Zeit, die man braucht zum Verhungern, jetzt doch definitiv größer ist. Von daher. Ich vermute, ich wurde angeschossen. Also Orange ist noch auf 20 von 30. Ah, ich habe kein Mana mehr. Oh. Nee, na, das 20 von 30 ist ja klar, weil eben, wenn du stirbst, wird ja alles zurückgesetzt. Also wird dein Leben und deine Sättigung zurückgesetzt. Mana bleibt tatsächlich, glaube ich, auf 100, genau. Ja, aber eben, Hunger wär ja auch blöd, weil ansonsten würdest du ja gleich wieder sterben, wenn du verhungert bist. Mana ist auf 9, Health ist voll. Das ist dann klar zurückgesetzt. Das gibt jetzt keinen Sinn, aber ich war recht hoch auf der Leiter. Ich hoffe nicht. Aber ich denke, da hat mich einer abgeschlossen. Ich sehe das dann gleich. Ja. Oder war das Dirk, der die Chance genutzt hat? Ja. Oh, ich werde gerade selbst abgeschossen. Moment. Karma ist happy. Ah, ist nur ein Miesemonster. Das geht schon. Ja, ich habe bei einer Agentur 3 DMs auf dich angesetzt. Du warst das. Die werden vermietet. Ich habe ja auch eine schöne Spur aus Fackeln gesetzt, also von daher haben sie es auch leicht, mich zu finden. Ah ja, manche Brotkrümel, manche Fackeln, sollte jeder seins. Ja, das liegt aber eher daran, dass man in dieser großen Höhle nicht sehen kann. Ja. So, die nächsten 51 Fackeln, mal gucken, wie lange ich brauche, um die zu verbrauchen. Ich laufe eigentlich nur, naja, mehr oder weniger geradeaus. Also es ist schon eine große Höhle, auf jeden Fall. Vor allem, was ich ja an diesen Riesenhöhlen so schön finde, ist, dass sie ja nicht einfach nur quasi eine Blase sind, sondern dass da so mehrere Höhlen quasi ineinander wuchern. Ja. Weswegen die dich in so Riesenhöhlen auch wirklich echt ewig umguckenderweise, ja, sogar verlaufen kannst. Und es wirkt aber optisch halt einfach so ultra geil. Deswegen, also ich liebe einfach diese Riesenhöhlen. Das ist, macht schon echt viel. Gerade mit einer hohen Sichtweite und wenn alles ausgeleuchtet ist. Ja. Ja, und eben geladen. Wenn du die Höhle noch nicht geladen hast, wird sie dir nicht angezeigt. Dazu brauchst du dann aber auch einen Rechner, der das ein bisschen halten kann. Ja. Es war wirklich ein DM. Ja, hier ist auch einer. Angriff der DMs. Aber die Rüstung hält. Wo sind meine Schuhe? Oh,
Oh, oh. 2 gegen 1, Leute, das ist unfair. Ja. So. Bei den DMs, da kann man dann ganz schön schnell in die Schoße von ihm jeweils anderen geraten. Und die Belohnung war so ein scheiß Stück Leder. Na toll. Piep. Piep, ja. Hast du gerade das Wort Scheiße gesagt? Nein, du hast dich verhört. Oh mein Gott. Ist irgendwie enttäuschend. Und der DM hat sich in einen so mickrigen schwarzen Flattermann verwandelt. Batman. Boah, hier jetzt Eisen und Kupfer. Für was können wir das eigentlich alles einsetzen, wenn man nicht mal Technik hier? Kupfer kannst du halt zusammen mit Zinn und Bronze verarbeiten und dann halt für Bronzewerkzeuge verwenden. Gerade bei dem Mapchen ganz gut, weil eben, da findest du halt Eisen immer erst relativ tief. Und da kannst du dann halt schon mit Bronze die Werkzeuge bauen, bevor du denn dein erstes Eisen quasi hast. Oder halt zusätzlich zu dem Eisen. Wenn du halt nicht so viel Eisen findest, aber halt mehr brauchst. Oh, hier knallt er schon wieder, meine Güte, wo ist er? Ich habe mich jetzt mal soweit hier ausgebreitet und gefestigt. Ich werde auf minus 500 nochmal so ein Zwischenlager anlegen. Mhm. Oh, da. Ja, zur Not, wenn ihr komplett so weit unten seid, dann können wir das Lager bei minus 300 ja zugunsten des unteren dann aufgeben. Ich fürchte, diese Lagerstation wird aus Sicherheitsgründen nicht unbedingt sehr angenehm in der Prüfung auffallen, aber als Aussichtsplattform genial. Schönen Blick auf den Lavasee, wow. Oder was hast du gebaut? Es befindet sich im oberen Zwischenraum der Höhle. Man kann also von hier die ganze Höhle sehen. Auch sehr schön. Oh, das war jetzt aber 499,5, nicht 500,5. Jetzt muss ich alles neu bauen. Oh. Das muss schon seine Ordnung haben, ne? Ja. Richtig, richtig. Aber das baue ich dann mit schönem Stein. Der Koppel ist nur die Grundlage. Puh. Ach so, ja, gut, dann ja, ist natürlich was anderes. Schweiß von der Stirn wischt. Also ich möchte mich entschuldigen, ich bin wie der BER, ich hänge meinem Zeitplan enorm hinterher. Wow. Ach, so ein paar Jahre, was macht das schon? Gut, dann muss ich mal ganz kurz einen Break machen, Aufnahmepause. Also hier, nächste Folge ist da schon. Wenn du das machen musst, dann mach es. Jo, sonst läuft was über. Gut, in dem Sinne, ja, bis gleich und schau mit vor. So, da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer. Ja. Wingardium Leviosa. Bitte was? Ich hatte gerade den Lautsprecher zu, ich habe nichts gehört. Mir fällt dir gerade ein echt witziger Bug auf. Wenn man diese Objekte werden in der Map gespeichert, wenn man sich außerhalb des Bereiches rausbewegt und die Blöcke praktisch als inaktiv markiert werden, dann werden die Entities innerhalb dieses Blocks mit gespeichert. Und wenn der Wert zu hoch ist, dann funktionieren diese Drawer nicht mehr wirklich. Wenn man hier Items reinpackt und die dann wieder rausnimmt, dann sind die Items zwar raus, aber das Bild bleibt vorhanden.
Ich glaube, da muss ich diese maximale Objekte pro Block mal wieder ein bisschen runtersetzen. Na gut, interessant. Lass ich das mal so. Okay, gut. Jetzt die nächsten Dora für Nahrung. Ich brauche Holz, genau. Das jetzt dachte ich schon, er fährt den Server runter, ändert das direkt. Nee. Ja, nicht, dass der Server dann irgendwann aufräumt und einfach mal alle Bilder weg sind. Eben die Sachen, die werden normalerweise neu generiert, sobald man sich dann wieder den aktiven Block bewegt, gucken ja die Dwarver, ist was da, wenn nicht, wird es wieder generiert, ja. Genauso wie bei den Schildern. Die bekommen dann ja ihre Schrift auch wieder. Nur das Problem ist halt, erstens, sie müssen dann halt wieder neu generieren, das braucht erst ein bisschen Rechenleistung, vor allen Dingen aber in dem Moment, wo die Blöcke oder wo die Sachen verworfen werden, wenn man sich aus dem Block rausbewegt, spammt das halt mein Log extrem voll. Weswegen ich das halt ein bisschen hochgesetzt habe, aber ja. Damit scheint denn das alles hier ein bisschen buggy zu sein, von daher ist mir ein vollgespammtes ja, Log etwas lieber als Dwarver, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Ja, das ist natürlich wahr. Ich glaube, die Höhle zu erkunden, das wird nichts. Die ist zu groß. Ich habe eben mal zum Spaß Status eingegeben. Lack 3,0. Lack. Ja, bei mir geht es jetzt gerade echt gut, aber mir ist auch schon aufgefallen, irgendwie heute sind ab und zu so kleine Passagen drin, wo er dann mal so ein, zwei Sekunden hängt. Hm. Vielleicht, weil es so warm ist, keine Ahnung. Oder aber vielleicht wollt ihr in der Nähe von ein paar Monstern seid? Gute Frage, weil mein Server, der ist doch ab und zu gerade schon ausgelastet. Naja, wir bauen uns da runter, es wird ja die ganze Zeit neue Welt generiert. Ja klar, stimmt ja. Ja, eben, der Map-Gen, ich schon wieder, klar. Also ja, hauptsächlich Linux macht Web, er läuft recht schnell. Ich mit meinem Runtergraben, da 16 Blocks, dauert fast eine Minute. Ja, ich erkunde hier so ein bisschen die Höhle und hole so ein bisschen Materialien. Oh, Hilfe! Musst du schon wieder überall reinfallen? Ich werde schon wieder von mehreren Viechern gleichzeitig attackiert. So geht das nicht. So komische Dungeon Master. Okay, dann kann ich die Agentur. Dann kann ich jetzt die Bezahlung an die Agentur wegschicken. Erfolgreich. Ah, weiß ich nicht. Ich würde das Geld zurückverlangen. Oh, das war effektiv hier. Zack, zack, zack. Und ergiebig was. Bist du tot? Nö, aber es war eine effektive Tötung und es war sehr ergiebig. Ich will mein Geld zurück. Eine effektive Tötung. Digga, meine Tötung war so effektiv, der Typ ist sogar zweimal gestorben. Der hat das gar nicht gemerkt, dass er tot ist. Er läuft noch weiter rum. So. Ach du Scheiße. Erstmal tweeten. Bin ich jetzt tot? Fragezeichen. Hashtag YOLO. So. Hello from the other side. Oder irgendwie so. Wieso muss die Höhle so groß sein? Ist doch damit du mir nicht hier unten auf die Füße trittst. Ah, ich merke das schon. Oh, hier ist eine Wand. Wow. Oh, warum sind hier so viele Dungeon Master? Eigentlich, ich habe 64 Eisen dabei, könnte ich mir eigentlich endlich mal Eisenspitzhacken bauen. Ich bin ja so sparsam und arbeite mit Holz. Holz. Boah, auch noch Holz. Nicht mal Stein?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine Stein, Versprecher, Stein, so, ja. Also, aber ich wollte unsere Ressource nicht einfach für so einen profanen Minenbau verschwenden. Ach was. Hier oben haben wir auch noch ein bisschen Eisen. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber... Suche Eisen. Na eben, für eine komplette Rüstung mit Schild braucht man 32 von jeweiligen Item. Das heißt also, ja, für alle drei zusammen brauchen 96 pro Element. Und das kriegen wir locker zusammen. Nur eben. Dann haben wir praktisch das eine Material für Rüstung und das andere Material haben wir dann noch als Vorrat für Werkzeuge. So. Ja, wie sehen denn überhaupt die Pläne weiter aus, was zu bauen? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, welche Mods hier so grob installiert sind, dass wir uns auf irgendwas einrichten, was dann Ressourcen richtig verschleißt. Na, Ressourcen richtig verschleißen, soweit eigentlich nicht wirklich. Ansonsten hatte ich persönlich, kam mir heute früh beim Scheißen die Idee, praktisch, wenn man hier so ein Grundstück hat, also so ein viereckiges Grundstück, dass man praktisch in dieses Grundstück so eine kleine Kuhle baut und dann darüber praktisch eine schwebende Insel, die untenrum genau die gleiche Form hat wie diese Kuhle darunter, dann praktisch aus, wie als wenn ein Stück aus der Erde rausgerissen wäre und oben darüber schwebt. Wie so eine kleine schwebende Insel als Grundstück, wisst ihr? Kann ich mir vorstellen, ja. Und das würde ultra geil kommen wahrscheinlich. Und ja, das habe ich mir so heute früh so ein bisschen überlegt. Ob ich das heute noch schaffe, wahrscheinlich eher weniger, aber das wäre dann auf jeden Fall was fürs nächste Mal. Wobei ich sowieso mal gucken muss, ich glaube nächste Woche wird es bei mir erstmal nichts, weil Doom Sigil kam raus jetzt. Das heißt also, die nächsten Wochen werde ich dann erstmal wieder Doom aufnehmen und dann nur meine normalen Minecraft Let's Plays machen. Ich meine, zweimal Gruppen-Let's Play Special habe ich ja jetzt erstmal schon. Von daher muss ich sowieso gucken, wie das denn erstmal weitergeht.